kein Klapp vom Mai. Nur du sollst heute siegen, Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein. Ich bin ja nur am Rumnörgeln. Hey, was heißt hier Gemotze? Das musst du dir jetzt auch mal anhören. Ich will überhaupt nichts machen von dir. Du gehst mir echt auf die Säcke, du Mann. Ja, verpiss dich doch, du Alter. Ich auch hier, die Kenner, die geht nicht. Ich hab da. Seit 3 Wochen auf dem Zettel. Kenne! Aber das weißt du ja nicht. Du bist ja immer im Urlaub. Hast du das Spiel gestern gesehen hier? Nee, auch nicht. Aber wo Spiel? Wie war es denn gestern? Gestern, das war hier. Frag mich nicht hier. Das war ja obergeil, ja. Also der Mohamed Magawika hat in der Bit gesagt, das war ein geiles Spiel für ihn, aber der hat ja bei der Hamburg hier gespielt, spielt jetzt bei uns und genau wie der Meier, der hat auch gespielt und jetzt hat er in 2 Bude reingemacht, hier 2-1 haben wir gewonnen. Jetzt vorne rum hier, bin ich alle gewackelt, kurz angetäuscht. Zack, war das Ding dann hier. Das hättest du sehen müssen, das war, ich hab's gesehen hier in meinem Weltempfänger wieder drin. Ich sag dir, das ist wieder ein Team, das kann sich mit dem Trainer infizieren, wie schon lange nicht mehr. Das, und die Fans hier, das merken die Fans, die machen Stimmung hier, die haben gekühlt wie die Rohrspatzen im Stadion. Das hat mich bis hierhin gesehen, also gehört eigentlich schon. Das war, die haben gekickt wieder die Stange in der Abwehr und haben vorne was gemacht hier. Der Einzige, der wieder nichts gebracht hat, war der Türke. Der kickt ja wie ein kleines Kind. Der kickt wie ein kleines Kind. Was ist los? Du weißt schon auch was zu erzählen von kleinen Kindern. Was ist mit hier? Hörst du auf mich zu beschmeißen? Was ist denn mit dir los? Ich mache hier mal Arbeit. Blöde Penne. Was heißt hier Penne? Ich bin Sportreporter. Sportreporter? Ja. Kriegst du Geld? Ne, kriegst du keins, oder? Nee, aber... Musst du arbeiten, ne? Die bezahlen mir dich. Ich hoffe, die zählen auf meine Kompetenz. Kompetenz? Was dann für Kompetenz? Ja, ich habe früher selber gekickt, das weiß ich ganz genau. Jetzt ja, Scheiße hast du gekickt, ne? Ich habe nicht Scheiße gekickt. Ich habe auch ab und zu mal ein Tor geschossen. Also, blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn, würde ich sagen, oder? Wie ist Scheiße? Wie ist das? Jonas hat nichts zu fressen und sich selbst die Wampe voll hauen. Sag mal, bist du mal der Tür, was du mal mit dem Korn? Sag mal, was ist denn hier? Verdammt nochmal, was ist denn gerne? Das ist. Wisst ihr, Mario, ich sag immer, wir sind im Besitze gewisser Erkenntnis a priori und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche. Ja, das mag ja sein, aber es kommt mir so vor, als hätte hier keiner mehr irgendwie Verstand. Susi, mach für den Gennard und für mich mal zu Binning X, dank dir. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein. Mon amour, elle est crazy. I fell in love with chicken. She's so sweet. She's so tasty. Softer than pussy. Elle est crazy motherfucker. She never complain, no? She never complain. I can do whatever. I can smack her bitch. Smack. And she don't do anything. Schon seit 3 Wochen labert die mich voll. Dabei will ich nur mal hier ohne Hähnchen, aber dafür mit 2 Flaschen. Okay, nochmal.